Ja, hey, willkommen, mein Name ist AniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge sind wir hier durch den Erdenpulspunkt, Fluss der natürlichen Kraft, durchgewandert. Und, boah, wir werden hier noch eine längere Zeit drin sein, habe ich so ein Gefühl. Wenn wir ein paar Gegner hier ignorieren, versuchen, jedenfalls. Da ist schon wieder mal umgekippt. Und versuchen mal hier rauszukommen, weil ich... Hallo? Ey. Jetzt mal auch schon Eleanor in erster Stelle gespielt, ja, ne? Oh, ich habe keine Dings mehr. Ja, aber wunder, boah, genau blöd. Und du blödes Viech, ey. Der erste Angriff und ich werde schon direkt wieder betäubt, ey. Und dann kommt, dann gehe ich auf die los und die hauen ab, ey. Das war einfach nicht wahr, ey. Warum zieht sie so wenig ab? Ich verstehe irgendwie nicht. Also okay, wer zieht irgendwie in letzter Zeit gar nichts ab? Oh ja. So, die Mistrat, die zieht doch mal ab. So. Meine Güte. Mein Gott, sie war jetzt mit ihren Gegner fertig, ey. So, Level 50, dämonische Duelantin. Da habe ich mir schon gedacht, so Level 50 Titel, ne? Ja, 100, da ist der letzte, super. Da könnte ich ihre Angstkraft und so ein bisschen erhöhen, aber... Jetzt haben wir jetzt zwei Wege. Wo führt denn welcher hin? Der führt zu einer Sackgasse, also gehen wir mal dahin. Swoosh. Boom. Ja, damit. 40 Gelee, boah. Du brauch ich doch nicht. Okay. Ja, ich will ja mal raus am Ende dieses Parts, weil das wird die letzte Aufnahme heute. Deswegen will ich auch verdammt nochmal irgendwie Freiraum haben, nachdem ich hier fertig bin. Also nach diesem Part. Also bitte lass mich hier wieder raus oder so. Warum musste ich jetzt an Madoka Magica denken, als ich dieses Viech gesehen habe? Das ist wie so eine Hexe von Madoka Magica. Genau so abstrakt aus. Aber vielleicht kommt das nur so vor, weil ich die Serie letztens wieder geguckt habe, ein bisschen. Ich bin jetzt einer meiner absoluten Lieblingsserien. Und ja, hier haben wir noch eine Erinnerung. Tadaima, Serika. 家の周りの柵を補強しておいたよ。ありがとう、朝。最近野党の被害がひどいって村長さんたちが心配していたけど、これで安心ね。いや、もし野党がごまかしていたら、この程度では。え？何？心配いらないよ。大工仕事には自信があるんだ。ベルベットたちは？ 多分また美咲よ。危ないって何回言っても聞かないんだから。ライフセットがせがんだんだろう。大丈夫。ベルベットはしっかりした子だ。そうね。この子もあの子みたいに強く育ってくれるといいんだけど。喜んで。 決まってるだろう。世界にこんな幸せがあるなんて。しかし参ったな。こんなことならもっと高価なものを用意すべきだった。 あなたが作ってくれたのね。君のために心を込めて。一生大切にするわ。今日の幸せの記念に。俺は約束の証にしよう。
Ja, ich hab's gewusst. Oh. Hör auf damit, Velvet. Ich spiele ein Rollenspiel und kein Horrorspiel. Was ist das? Eine Vision der Vergangenheit. Das ist unser Boss für dieses Dungeon. Bitte auf mit den Jumpscares. Ich habe das schon gewusst, was da passiert während diesem hübschen Moment. Na, natürlich. Boah. Muss damit verdammt noch mal aufhören. Kann ich das Ding kaputt machen? Nö. Doch, oder? Hey. Boah, da komme ich da hin, okay. Der schon auf der Karte ist gut, ist gut, ist gut. Aber ich denke, hier ist irgendwie so, wie so ein, für das Board hier, für das Geoboard hier so ein Ding, aber anscheinend nicht. Ja, wenn ihr ein Geoboard, wenn ihr so ein Baum ist für so ein Geoboard, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, dass ich hier noch mal zurückkehren kann. Aber warte mal, ich habe eine Idee. Mal kurz gucken. Der Lindwurm stärker als Innominat, ehrlich. Ja, wo sind die Viecher hier? Erdenpulse, super, die gibt's nur hier. Anscheinend. Also gut. Dann nehme ich mal stark an, die Gegner tauchen irgendwann mal irgendwo anders auf und schon wieder ins Gett. なれ染めは2人きりの思い出のようだったからな。見たのはあたたかい家族の風景ばかりなのに、すごく嫌な気分になった。私もです。これを見せている彼主の狙いをはっきり感じました。ベルベットの心を魚でするためだな。ベルベットはアルトリウス様のことが心から好きだったのだと思います。幸せだった過去と変わってしまった今を 同時に突きつけられることがどんなに苦しいか。そうだろうな。傲慢の俺には分かるんだ。ベルベットの境遇は過酷すぎて、人間の私も想像するしかありませんよ。でも少しは分かる気がするんです。私もベルベットと同じあの方の教え子だから。アルトリウスは、カノヌシの覚醒には2つの質の汚れが必要だと言った。アバル 監獄と討伐の情報漏洩、そして弟の姿そのままの彼女の登場、全部それを手に入れるための仕込みだったとすれば、腹をくくる必要がありそうだな。 Wer hat sich gedacht, wir müssen uns auf schlimme Sachen vorbereiten. Du wirst wahrscheinlich wieder schneller sein als ich, also komm. Ja. Du, hör auf! Eine Sekunde und schon zaubert er ich. Käse. Nicht auf dich losgehen. Hey. Nur auf dich, komm.
komm her, komm her. Ich bin immer voll weit weg von meinen Gegner. Ich treffe die doch nie. Das Eisen, komm her. Boom. Du hast schon wieder jemand anderen anvisiert, Mann. Wo ist der Hexer? Boom. Das war's mit dem, ne? Rüstert. Und jetzt noch volle Möhre dat. Und Okoro ist gleich tot. So, jetzt gehen wir gefälligst mal was. Das gibt's halt nicht. Gib mir gefälligst mal neue Gegenstände. Nur ein mein schönes Porzellan. Kommt eine Rüstung im Porzellan an. Hi, noch ein Ding. Kannst du die Dinger nicht direkt kaputt machen, Velvet? Sonst musst du sie ja nicht angucken extra. Ja, das war noch vom Intro, ne? Oh, so viele waren da nicht. なぜ俺はたった2人の家族すら守れない。よくわかっていよ、アルトリウス。人が弱く罪深いからだ。メルキオル、この村がお前たち一家をごまかした野党どもに差し出したのだ。 断りを整える手段は見つかった。なんだこの巨大な力は。まさかこんなところに探し求めていた彼女が。この精霊は転生した。 姿は同じでも別の存在だ。なぜだ？なぜこんな残酷な絵にしが。どうやらカノヌシの復活は不完全のよう。その原因を明らかにし、
聖書を導かねばなるまい。この精霊どもはもらっていくぞ。待て！約束を守れなくてごめんよ。償いはする。今から俺は俺を捨てる。名もなき精霊よ。契約を交わしてもらうぞ。私は世界の痛みを止めなければならないのだ。できるのか？我が友の理想を投げ捨てて逃げた貴様に。亡き死と祭祀の魂にかけて今度こそ成し遂げる。我が名はアルトリウス・コールブランド、先代筆頭タイマシクローディン・アスガードの意志と力を継ぐものだ。よかろう。今宵の悲劇を救世の祝宴に変えてみせろ。今の精霊って、覚えていないのですか？全然。精霊に転生したって言ってたぞ。つまりどういうことだ？死んだ人間の魂が何らかのきっかけで精霊に生まれ変わることを。スキンね。ライフィセットはアルトリウスの子供が転生して生まれたっていうのか？さっきの記憶が本物なら。Das heißt, Ceres war Velvets Schwester, ne? Ich war nicht so gut. Der Tag der Geburt des Hirten. Aber was ich mich immer noch frage, ist, was Melchior damit zu tun hat. Als ich den Namen zum ersten Mal gehört habe, kam mir schon was bekannt vor. Terzisteria, war das nicht irgendwie auch ein sehr Seraphim irgendwie, der eine riesige Domäne hat oder so? Oder verwechsel ich jetzt da irgendwas? Aber hieß er nicht auch Melchior? Ich muss halt alles mal nachgucken, wenn ich damit fertig bin. あの夜のことも、多分ベルベットの一家が村の輪の一番外にいたってだけなんだろう。そんな身勝手な理由で。人間はそういう身勝手な生き物だとお前も分かっているはずだ。だから今無意識に口にしたんじゃないのか。アルトリウスの願いは人間を救うことではなく世界を変えることだと。それはお前を責めてるわけじゃない。ただの事実だ。あの夜の最大の悲劇は、世界を変える力を持った男が人間の限界を見限ったことなのかもしれんな。救世主アルトリウスは人間に絶望したってこと。Es ist doch immer so mit Bösewichten. Eine Tragödie passiert.Direkt sind alle auf der Welt schuld daran. Das ist eigentlich doch immer so bei Bösewichten.
Aber erklärt wieder irgendein Grund dafür, dass es wieder irgendeinen Grund dafür gibt, warum Artorius das alles gemacht hat. Natürlich ist er ein guter Mensch, der irgendwie, weiß ich nicht, vor das Trauma hatte. Ist ja sowas von klar, und ich kann nicht mal speichern. Wie geil ist das denn? Cool. Cool. So, jetzt will ich nur noch hier raus irgendwie und irgendwie durch die Welt ziehen können, wenn ich hier, wenn ich darf. Boah. なんらかのきっかけで精霊に転生するって言ってるの。その そう簡単に起こるものでも起こせるものでもないってことだよな。普通なら。でもベルベットのお姉さんはシアリーズにお腹の子供はライフセットに転生した。どうしたらこんな偶然が起こるのです。偶然ではないのかもしれん。二人の死は火の夜カノヌシの生贄儀式に絡んで起こったものだからな。つまりカノヌシの意思が関わっていると。 あくまで状況からの推測だ。いかに生死とはいえ、人や精霊の生死を自由に操れはしないはずだ。偶然じゃなくて因縁なのかもしれないぜ。ベルベットはシアリーズを喰らったと言っていた。自分のお姉さんだった精霊をそんなひどい因縁があるっていうんですか。すまん、嫌な言い方をしちまったか。だがいいも悪いも 誰かの意思も関係なく繋がっちまうのが因縁ってもんじゃないか。そうです。落ち着け、エレノア。事実を知って一番動揺しているのはベルベットとライフセットだ。こんな時こそあいつらに一番近いお前が見守ってやれ。はい。私が冷静にならないとですね。 Okay. Und da ist die Truhe und da wartet wahrscheinlich gleich unser Boss, ne? Dieser Tiger-Viech, Chimäre, was auch immer das Viech war. Und das Gefühl, es hat irgendeine Bedeutung. Weil normalerweise werden die Bosse nicht irgendwie so geforeshadowt. Also irgendwas ist wahrscheinlich hier wichtig. はい、あ、エスノフネアイナロ。お兄さん、二人きりで話したいことがあるんだ。お姉さん、ファンベイン君、ボム、ラフィセッツ、シャッケルナスね。火の夜に強い霊能力を持った汚れなき魂を二つ生贄に捧げること。そう。それがカノヌシ復活の儀式。 俺の本を読んだんだな。古代語が全部わかったわけじゃないけど、兄さんが書いた注釈には、カノヌシが復活すれば、ゴーマのいない世界が作れるって。7年前、強い霊能力を持った魂が生まれる前の私の息子が生贄となった。今、カノヌシは半分だけ だからみんなの霊能力が強まってゴーマが見えるようになったんだね。それが開門の日の正体だ。じゃあもう一人生贄を捧げれば、彼女は完全に復活する。その力で多くの大魔師も揃うだろう。もうすぐまた火の夜が来る。 ねえ、アーサー兄さん。ライフセット。僕なら生贄になれる。お前はなぜ鳥は空を飛ぶのだと思う？
は飛ばなきゃならないんだ。だって空を飛べる翼を持ってるんだから。 Okay, my answer is why these couldn't. 僕にだって弱いけど翼がある。だから今飛ばなきゃダメなんだ。次の次の日の夜は3年後。その時僕は生きていない。細病、それが僕の病気だから。やはり知っていたんだな。病気は怖くない。でも僕は守られただけで死ぬなんて絶対に嫌だ。お前の意志こそ翼、強い翼だ。このことはお姉ちゃんには黙っててね。約束だ。僕が作るよ、お姉ちゃんが幸せになれる世界を。Ja. Aber das ist das Letzte, was sie hören wollte gerade.ごめんもすまんもなし。家族なんだから当然でしょ。うん、お姉ちゃん直伝の騎士を作って待ってるから。あんたなら兄さんに負けない対魔神になれるかもね。黙れ。あの子が落とされた祠ほどじゃない。あの子ライフセットの仇を討つ。ライフセット、あれ、そもそもな、こんそう。邪魔するな、醜い化け物が。シメール、や。なんだこいつは。ローマが何体も混じり合ってる。なんだっていい。私が暗い殺す。オーケー、ベンドゥーベース。うん、ごめんや。Dann sehen wir mal, wer wird im Voll-Berserker-Modus. Wir drehen einfach mal hier voll am Rad und greifen die irgendwie blöd an und sie macht keinen Schaden. Ja, irgendwie ist sie schwächer, als ich jetzt irgendwie in Erinnerung habe.Ja, warum macht sie die ganze Zeit null Runden? Ich verstehe das nicht. Was ist mit ihm los? Alter, bin ich echt so unterlevelt oder was ist das für ein Grund hier? Komm schon, du hast kein einziges Mal mich angegriffen, ehrlich. Gibt's doch einfach nicht, ey.Ja. Ich drücke L2, Mann. Mein Gott, jetzt. Was ist denn hier los, verdammt? Warum ziehen wir so wenig ab? Da darf jetzt einfach. Aua, nicht wahr sein. Boom.Alter, was ist hier auf einmal los?
Gerade haben wir noch was abgezogen. Jetzt ziehen wir gar nichts mehr ab, habe ich so Gefühl. Ein bisschen anfällig gegen Feuer. Wenn jetzt Eisen mal irgendwie. Mach irgendwas. So, jetzt machen wir Schaden. Wir sind richtig angefeindet. Ich glaube, ich muss ein bisschen trainieren nach dieser Folge, wenn ich mal irgendwo anders hingehen kann nach dieser Folge. Das kann irgendwie nicht sein. Eisen, warum bist du die ganze Zeit hinten? Geh mal ein bisschen näher ran, ey. Was hat denn für ein fabulous Sound? Wer hat gehört? So ein Blilling? Belässt sich aber auch die ganze Zeit, die ganze Zeit am Blocken. Komme ich dazu irgendwie hier was zu machen gegen den? Alter! Hey, was ist denn hier auf einmal los, ey? Kann man mit Velvet hier irgendwie was machen, habe ich so ein Gefühl. Ja, mach Schaden. Also ich weiß sein, ey. Doch nicht wahr, Steine. Oh, Junge. Ja, jetzt kommt er auch noch mit Magie. Gut. Da guckt sich an, der Block und Schaden ist weg. Sag mal, ist halt irgendwie eine Fähigkeit von dem? Der Schaden reduziert um 30%. Ja, super. Also guckt sich da an. Guckt sich da dann an, was zum Teufel? Ja, ich verarschen. Ey, ich kann hier nicht meine Sachen einsetzen. Alter! Junge! Oh, verdammt. Das ist immer normal, was hier auf einmal abgeht. Komm her. Oh mein Gott. Ich meine, wir verrecken zwar nicht, aber trotzdem. Soll ich sein, ey. Komm her. So, leicht bist du weg, ey. Krieg die Krise. Und Feuer. Boom. Komm, ach man. Boah, ich muss unbedingt leveln, habe ich so das Gefühl. Das soll nicht wahr sein, ey. Oh Gott, oh, viele Erfahrungspunkte.